Schön, dass Sie sich für eine Elkatherm Elektroheizung mit digitalem Einbauthermostat entschieden haben. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Thermostat in Betrieb nehmen, bedienen und programmieren. Beginnen wollen wir mit der ersten Inbetriebnahme. Das Thermostat schaltet sich bei der ersten Inbetriebnahme selbstständig ein. Wählen Sie nun mit Hilfe der Tasten Plus und Minus zunächst einen Tag. Die 1 steht dabei für Montag, die 2 für Dienstag und so weiter. Bestätigen Sie den Tag schließlich mit OK und verfahren Sie genauso mit der Uhrzeit. Sie verlassen dieses Menü, indem Sie die Ein-Aus-Taste drücken. Kommen wir zum Einstellen und Programmieren des Thermostats. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Sie hören einen Signalton. Sie befinden sich nun im Komfort-Dauerbetrieb, zu erkennen an dem Sonnensymbol. Hier können Sie mit den Tasten Plus und Minus die gewünschte Tagestemperatur einstellen. Drücken Sie anschließend einmal kurz die Menütaste, um in die Einstellung Frostschutz zu gelangen. Auf dem Display erscheint ein Eiskristall. Verfahren Sie wie im Schritt zuvor und wählen Sie die bevorzugte Temperatur. Die Werkeinstellung beträgt übrigens 7 Grad Celsius. Ein erneuter Druck auf die Menütaste bringt Sie zur Einstellung Economy. Diese ist mit einem Mondsymbol gekennzeichnet. Hier wählen Sie eine abgesenkte Temperatur für die Nacht, indem Sie wie zuvor verfahren. Drücken Sie danach ein weiteres Mal die Menütaste und Sie befinden sich im Automatikbetrieb. Ab Werk heizen Sie in diesem Modus von 8 bis 22 Uhr im zuvor eingestellten Komfort-Dauerbetrieb und die übrige Zeit im Economy-Betrieb. Möchten Sie die Zeiten im Automatikbetrieb ändern, drücken Sie die Taste Prog für Programm. Soll das Thermostat um 6 Uhr in den Komfortbetrieb wechseln, drücken Sie zuerst die Taste mit dem Mondsymbol bis 6 Uhr und danach, zum Beispiel bis 21 Uhr, die Taste mit dem Sonnensymbol und anschließend wieder die Mondtaste bis Mitternacht. Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie die OK-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis der Pfeil zum nächsten Tag springt. Möchten Sie jeden Tag das gleiche Programm verwenden, halten Sie einfach die Taste OK erneut für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis das Programm für den nächsten Tag angezeigt wird. Sollten Sie an einem Tag eine andere Programmierung wünschen, ändern Sie diese wie zuvor mit den Tasten Mond und Sonne. Zum Abschluss halten Sie die OK-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Wenn Sie für die Tage 1 bis 7 eine Programmierung hinterlegt haben, ist die Programmierung Ihres digitalen Einbauthermostaten abgeschlossen. Beachten Sie, dass Ihr Einbauthermostat im normalen Betrieb immer im Modus Auto steht. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Programmierung erfolgreich absolviert. Nun reguliert das Thermostat Ihre Elkatherm Elektroflächenspeicherheizung eigenständig und verwöhnt Sie mit behaglicher Wärme. Zusätzliche Funktionen: Anzeige eingestellte Temperatur. Wenn sich das Thermostat im Automatikmodus befindet, können Sie sich durch Drücken der Taste I die voreingestellte Temperatur anzeigen lassen. Zeitbefristete Temperatur. Falls Sie eine zeitlich befristete Temperatur einstellen möchten, die von Ihrer automatischen Programmierung abweicht, drücken Sie die Taste mit dem Sanduhr-Symbol. Wählen Sie im ersten Schritt die Temperatur. Bestätigen Sie mit OK und stellen Sie dann die gewünschte Zeitdauer ein. Und zwar von 30 Minuten bis 72 Stunden. Drücken Sie erneut OK. Möchten Sie früher wieder zur automatischen Programmierung zurückkehren, drücken Sie die Taste OK. Abwesenheitsfunktion. Indem Sie die Taste mit dem Koffersymbol drücken, können Sie Ihre Heizung für 1 bis 365 Tage auf Frostschutz einstellen.
wählen Sie die Zahl der Tage mit Plus und Minus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK. Um den Abwesenheitsbetrieb früher zu beenden, drücken Sie abermals OK. Tastatursperre. Drücken Sie die beiden mittleren Tasten 5 Sekunden lang gleichzeitig, um die Tastatur zu sperren. Im Display erscheint daraufhin kurz ein Schlüsselsymbol. Drücken Sie zum Entriegeln erneut gleichzeitig die Tasten Plus und Minus für weitere 5 Sekunden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen stets wohlige Wärme mit Ihrer Elkatherm Elektroflächenspeicherheizung.